zum neuen Vlog heute. Es gibt Geschenke, deswegen habe ich gerade ganz so frech darüber geschaut. Das ist Nummer 1 von Benedikt Alfeld. Dankeschön, das Buch. Immer ausgebucht. Werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Dankeschön. Und hier kam von der Lambert Akademie, für Michael Lambert genannt. Dirk Michael Lambert genannt haben. Geschenke? Geschenke. Ich weiß gar nicht, was das ist. Oh, guck mal hier, Kinogutschein, die behalte ich selber. Guck mal hier, Kopfhörer. Yay. Zack, unter anderem auch sein neues Buch geschickt. Heute gibt es Bücher. 44 Partner-Marketing-Strategien. Und, was ist das? Ich weiß es nicht. Leute, wenn ihr mir Geschenke machen wollt, fühlt euch frei, genau das zu tun. Da freue ich mich natürlich drüber, sehr, sehr gern. Und es gibt traurige News, was das ist, das zeige ich euch gleich. Bevor es jetzt an die traurigen Nachrichten geht, nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Was gab es hier? Matcha, Zeug, Tee, Buch, Nummer 1, Nummer 2, auch eine Taschenlampe. Finde ich auch cool, ist glaube ich eine Taschenlampe fürs Fahrrad. Aber was sind die traurigen Nachrichten? Mario, Bitcoins und alle Kryptos crashen gerade richtig mies. Und ich habe nicht drauf geschaut, wie viel, aber mein ursprüngliches Investment von 2000 ist wirklich weit gesunken. Ich glaube, dass ich da jetzt schon circa 20% oder so verloren habe. Was machen wir denn jetzt? Ja, nicht weiter investieren, so wie ich. Fast. Einfach weiter reinstecken. Warum? Weil Korrekturen passieren sowieso, ganz so traurig sind die Nachrichten vielleicht gar nicht. Korrekturen passieren sowieso immer. Es geht immer hoch und runter. Und der Teil, wo es runter geht, das ist nicht der Teil, wo man verkauft, weil dann hat man ja hoch gekauft und tief verkauft. Das ist ja idiotisch. Stattdessen, schaut mal, wenn es runter geht, kann man ein bisschen Geld jetzt reinstecken. Wenn es noch weiter runter geht, noch ein bisschen Geld, nochmal etwas später. Und irgendwann, ja, wenn man dran glaubt, wohlgemerkt, wird sich das erholen. Und ich glaube extrem an Kryptowährungen. Deswegen bin ich überzeugt davon, dass sich das erholen wird, dass es nach oben geht. Es gab ja diesen Drop jetzt nur deswegen, weil 12 Milliarden aus dem Markt herausgenommen wurden. Und ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass diese 12 Milliarden noch wieder reingesteckt werden. Und dann wird es auch wieder entsprechend steil nach oben gehen. Deswegen viel Spaß. Und jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für euch, was das ist und was da passiert. Das sehen wir gleich. So, Freunde, erstmal möchte ich aber noch ein bisschen auf Kommentare eingehen. Nämlich fand ich das auch tatsächlich sehr lustig in dem Moment, als sie das gesagt hat. Wenn ihr euch jetzt fragt, welches Video das hier ist, das ist, wie ich mit Bitcoin reich werde. Und generell in letzter Zeit, auch dieses Video hier allein, hat schon wirklich dutzende, unzählige Kommentare. Und wenn ich unten auf mehr Anzeigen klicke, dann werden das noch immer mehr. Also ich, Wahnsinn, Dankeschön für das viele Feedback. Und zum Beispiel sagt Hornet, ein Event in Stuttgart wäre cool, vielleicht muss ich da demnächst mal vorbeikommen. Chuck Norris sagt, könntest du mir oder jemand anders erklären, wie man Bitcoins kauft? Ich verstehe das irgendwie nicht. Würde ich, aber das geht, glaube ich, ein bisschen an dem Zweck des Kanals vorbei. Da findest du definitiv Infos dazu auf YouTube und im Internet. Marax White sagt, die hübsche Julie ist die gute Seele deiner Firma. Also hübsch ist sie auf jeden Fall und eine gute Seele ist sie auch auf jeden Fall. Da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Eddie hat nämlich gefragt, das mit der Pickup-Geschichte und Freundin und dies, das. Ihr kennt mich doch. Ich bin noch immer jemand, der gern viel mit Frauen redet, mit Menschen allgemein. Und zum Beispiel, wenn ich mit Laura irgendwo an der Kasse stehe und bezahle und da sitzt jemand und dann rede ich mit dieser Person auch immer noch genauso wie vorher. Das heißt, wenn eine Frau sitzt, dann sage ich, hey, du hast heute ein schönes Kleid an. Wenn ein Typ sitzt, dann spreche ich mit ihm und sage vielleicht, Mann, du hast die flinksten Finger, die ich jemals gesehen habe. Was auch immer. Aber ich rede mit denen und ich mache Spaß, weil das ist ja auch meine Persönlichkeit. Und ich möchte, dass ihr auch versteht, ich habe niemals irgendwie Pick-up gemacht oder so, sondern ich bin der Meinung, dass das Problem auch bei dieser ganzen Pick-up und Frauen auf Reisen Sache, da ist es einfach so, dass die Leute versuchen, Frauen einfach flach zu legen, weil das ist nicht Sinn der Sache. Was du eigentlich versuchen solltest, ist, als Mensch zu wachsen, als Mann zu wachsen oder auch als Frau zu wachsen und dadurch wirst du ja automatisch Menschen in dein Leben anziehen. Du wirst ja automatisch interessanter für andere werden, dadurch, dass du an dir selber arbeitest. Eine Frage auch, die in dem Kontext natürlich viel Sinn ergibt zu beantworten, das ist nämlich das, was ich jetzt schon, ich glaube, 500 Millionen Mal gefragt wurde in den Kommentaren. Wie geht es eigentlich weiter mit Flirt-Profis? Erstens, ich bin immer noch Geschäftsführer bei Flirt-Profis, weil wir immer noch Sachen für Flirt-Profis übernehmen. Mit wir meine ich meine Agentur und ich. Ich bin gut mit Sebi, Sebi und ich. Wir schreiben fast täglich miteinander oder zumindest mal regelmäßig und wir telefonieren auch ab und an. Sebi ist viel auf Reisen, ich bin in Düsseldorf. Da haben wir einfach momentan nicht die Möglichkeit, so viel zusammen zu machen und ich mache momentan keine Videos für den Flirt-Kanal, weil einfach ich ein bisschen meinen Namen von dem Thema Flirten lösen möchte und eben immer mehr in diese Richtung Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum bringen möchte. Eine spannende Info gibt es, das, was ich nämlich gerade mache, ist, dass ich, sieht man das? So, da bin ich gerade am Podcast definieren, weil wir werden in den nächsten Wochen mit einem Podcast live gehen und worum es da geht und was ich da mache, das erfahrt ihr in einem der nächsten Videos. So, jetzt möchte ich mit euch über das reden, worüber ich mit euch eigentlich reden wollte die ganze Zeit schon und jetzt haben wir auch mal ein bisschen Ruhe hier unter uns, nämlich
Folgendes. Ich habe ja in letzter Zeit wirklich sehr krass viele, sehr geile Kommentare. Danke nochmal dafür. Sehr viele Daumen hoch, Dankeschön dafür und auch immer noch den einen oder anderen Daumen runter. Und das, was ich aber so krass gemerkt habe in letzter Zeit wieder ist, was soll ich denn machen? Ja, also die Frage, die ist ganz zentral. Ja, also stell mal vor, was sollst du denn machen? Ja, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Irgendjemand sagt zu dir, das, was du machst, ist kacke. Ich finde dich kacke. Das klappt eh nicht. Du wirst keinen Erfolg haben mit dem, was du machst, was auch immer. Was sollst du denn machen? Aufhören? Ich meine, fuck this, wenn du sagst, ey, motiviert sein, ist alles scheiße. So, ja gut, dann sei es halt nicht. So, dann don't do it. So, ich meine, geh nach Hause, hol dir einen runter, schau dir irgendwelche Kinofilme an, was auch immer sonst. Mach's halt einfach nicht. Oder alternativ, machst du es einfach. Weil das ist nämlich die zweite Option. Und das ist auch das, worauf ich immer wieder zurückschaue. Ist einfach, was habe ich für Optionen? Und am Ende des Tages habe ich genau zwei Optionen. Entweder ich tue es und wenn ich etwas tue, was nicht klappt, ja, dann mache ich das einfach so lange, bis es klappt. Oder ich höre einfach auf damit. Aber das sind die einzigen beiden Optionen. Und wenn du jetzt einen Kommentar drunter schreibst oder einen Daumen runter gibst und sagst, nee, das ist aber scheiße, oder so, ja dann fuck it. Das ist okay, es ist dein Leben, du kannst machen, was du willst. Und ich sehe das einfach ganz, ganz simpel so. Ich habe zwei Optionen, entweder ich tue es oder ich tue es nicht. Und ich habe mich dazu entschlossen, es zu tun. Und ich habe mich dazu entschlossen, es zu dokumentieren, wie ich es tue. Das heißt, ich zeige dir, wie ich es mache. Ich zeige dir, wie ich Fehler mache. Ich zeige dir, wenn meine Haare nicht sitzen. Ich zeige dir, wenn ich irgendwie auf die Fresse fliege, wenn das schießen läuft, wenn ich was starte, wenn ich Geld verliere, wenn ich in Bitcoin investiere und es bringt viel und wenn ich in Bitcoin investiere und es bringt nichts. Und am Ende des Tages macht jeder Fehler. Du machst selber haufenweise Fehler. Es steht nur keiner am Spielfeldrand, der dir sagt, du bist scheiße. Im Gegensatz zu dem hier. Hier hast du einfach eine gute Möglichkeit, einfach zu sagen, dass du scheiße bist. Oh, eine schöne Frau, die lächelt. Sehr gut. Wundervoll. Und genau das ist auch eben am Ende des Tages das, was ich meine. Schau mal, sie ist jetzt an mir vorbeigefahren und sie hatte zwei Möglichkeiten. Sie kann es entweder scheiße finden oder sie kann es gut finden. Und sie hat gelacht, sie hat gelächelt. Das war viel wert. Ich will heute gar nicht so lange machen. Ich will gar nicht so viel jetzt Vlog machen, gar nicht so viel Video, gar nicht so viel einfach drauf losreden. Ich werde jetzt nach Hause gehen, ich werde jetzt was essen, ich werde noch ein bisschen arbeiten. Dann mache ich einfach weiter. Ich werde es einfach fucking tun. Ganz egal, ob es klappt oder nicht. Aber, und das ist etwas ganz Wichtiges, du musst es einfach immer wieder tun. Weil wenn du es 10-mal versuchst, egal ob Unternehmertum oder was auch immer sonst, wenn du es 10-mal tust, dann wird es 8-mal richtig hart an die Wand fahren, 1-mal vielleicht gerade so klappen und das 10. Mal, da wird es explodieren. Und du musst die Fehler machen, um es richtig zu machen. Wenn du der Meinung bist, wie ich, dann abonniere diesen scheiß Kanal, gib mir einen scheiß Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, wie immer, ciao.